Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Wir werden jetzt mal diesen russischen Dolmetscher raus und ich finde es immer noch komisch. Das war auch schon in Peace Walker so, dass irgendwie... warum 1 und 11? Warum können nicht 1 und 2 machen? So, wir marken jetzt den Player, wir placen jetzt den Marker so. Wir müssen jetzt... Ach ja, das ist ja... Ach ja, guck mal, das ist ein Auto. Das ist ja relativ nah. Wie komme ich denn jetzt da am allerbesten hin? Am allerbesten komme ich da so die Straße lang. Ich will mal kurz hier einen Marker placen. Ach, wir können uns mehrere machen. Ja gut, das ist natürlich geil. Das ist natürlich spitze. Weil theoretisch müsste mich der eine Marker nämlich an dem hier vorbeiführen. Ohne, dass sie mich sehen. Oh, da ist ein Auto. Schnell vorbei. Uah, geil, der kann sogar springen. Der Pferd. Der Pferd kann springen. La la la. La 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 la. Okay, wir haben... Alles klar, ich verstehe. Also wir sind... Ist jetzt, ich dachte erst, wir kommen dann wieder zur Mother Base, dann wieder hierhin und... Aber wir haben hier quasi die ganze Nebenmission. Und dann sagen sie sich so, ja, mach mal. Gut. Das ist natürlich super, das heißt, ich muss jetzt echt hinreiten. So, wie komme ich denn da am besten jetzt hin? Oh, ist aber ganz schön weit weg. Kann ich nicht mich porten oder so? Bin sicher, dass ich da mich nicht irgendwie hinporten kann. Ja, kleiner. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. OPA, guck mal, das kann ich beide quasi machen. Ist ja nice. Ach du Scheiße, hier ist ja... Boah, what the fuck? Sandstorm. Boah, ich sehe gar nichts. Ach du Scheiße, ist auch so... Alter. Ich sehe irgendwie nichts. Kann ich aber den Hubschrauber nicht holen und sagen, yo, Bro. Weiß nicht. Bring mich dahin. Ah, treffen. Hier. Scheiße, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Kommt man da überhaupt hin? Bestimmt gecheatet. Absolut keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich sehe nichts. Alter. Sturm, geh wieder weg. Ich glaube, der Sturm wird schwächer, ne? Sturm, hört wieder auf zu stürmen. Ich würde nämlich gerne mal wissen, ob der mich jetzt dahin bringen kann. Das wäre cool. Dann hole ich mir den einfach. Ja, und dann... Also vor 9 Jahren hieß der ja noch Morpho oder so. Und jetzt heißt der ja anders. Hörst du ihn schon? Ja, da kommt er. Ich würde mal gerne wissen, ob der mich dann auch direkt quasi zum zur Mission fliegen kann. Das wird ziemlich cool. Muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, warte mal, ich kann immer. Ja, aber guck mal, der kann mich doch hier hinbringen, oder? Oder nicht? Ja, ich probiere das mal jetzt. Das wäre schon cool, wenn das ginge. Außer der bringt mich jetzt direkt zurück, das wäre irgendwie scheiße. Kann ich jetzt sagen, yo? Yo, flieg. Bring mich. Warte, ich will nicht weg. Nein. Warte. Nein. Gut. Er bringt mich anscheinend zurück zur Mother Base. Das ist blöd. Nein. Verdammt. Gut, das geht wohl nicht. Okay, das ist ärgerlich. Das wäre nämlich schön, wenn das gehen würde, dass ich ihn rufe und er mich direkt einfach zur Mission bringt. Aber nein. Was haben wir hier? By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options.
So, Nebenoperation. Da. Ja. So, da möchte ich hin. Alles klar. Gut. Es ist nicht ganz so, wie ich es mir dachte, aber okay. Moment, warte. Haha. Kampfanzug. Boah, guck mal. Alter, Panzerpferd, ey. Ohne Spaß. Richtig geil. Aktuelle Zeit. Ich mache immer aktuelle Zeit. Mir ist es egal. Ich will da jetzt nicht irgendwas präferieren. Das, was das Spiel mir gibt, von der Uhrzeit her, das nehmen wir auch. Und dann geht das schon. Ne? Schaffen wir das schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Panzerpferd. Jetzt können wir eigentlich... Jetzt können wir da einfach rein. Ist kein Problem. 5.31 Uhr. Afghanistan. Norden von Kabul. So. Jetzt wollen wir gleich mal raus hier. Jetzt holen wir uns erstmal einen Dolmetscher, damit wir auch verstehen, was die uns überhaupt alle sagen wollen. Vielleicht verkaufen die Gummidrops oder Lutscher und verstehen das gar nicht. Das ist natürlich dann ärgerlich. Da muss man natürlich dann schon mal sagen, gut, wir müssen da auf jeden Fall genauer nachhaken. Eindeutig. So, raus hier. Da ist mein Horse schon. What the fuck? Ich wurde direkt entdeckt. Ziemlich ärgerlich. Direkt entdeckt zu werden ist blöd. Ja. Wo sind die? Ah, sucht jemand Arbeiter. Ich bin weg, ne? Ciao. So. Dann haben sie es aufgegeben. Besser ist auch. 6 Uhr. Das bedeutet, wie man sieht, Sonnenaufgang ist jetzt nicht so geil. Aber gut. So, da hinten haben wir das. Da holen wir uns gleich unseren... There's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Okay. Yeah. Aber wie finde ich diesen Sprachspezialisten? Das ist die Frage. Muss ich mir wahrscheinlich jetzt echt ein bisschen Infos holen von denen, ne? Vor allem, ich sehe noch nicht mal irgendwas. Wo sind hier die ganzen Leute, ey? Nirgendwo. So, ein bisschen näher können wir noch mit unserem Panzerross. Die Horse ist ein Scheißname. Wir brauchen einen anderen Namen für das Pferd. Mir fällt aber gerade keiner ein. Aber uns wird schon noch was einfallen, glaube ich. Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Okay. Scheiße. Ui. Gut. Knapp. Von da hinten sieht er mich. Willst du mich verarschen? Okay. Da ist noch einer. Das ist es schon. Ja, habe ich ja gut gefunden. Komm mal mit, mein Freund. Du bist jetzt
Du bist jetzt bei uns im Team und du freust dich darüber. Und du auch. Wir nehmen sie einfach alle mit. So. Russischen Dolmetscher. Boss, der Language-Specialist, den du extracted, hast, ist sehr kooperativ. Seit er immer dreamt, ein freies Leben zu leben, wie die Leute im Westen. Was sind die Odds, hä? Ich habe ihn vorgelegt und in der Support-Unit gelegt. Sein Job ist russische Interpretation. Jetzt wirst du wissen, was Sowjet-Soldaten sagen. Du kannst sie sogar interrogieren. Das sollte dir einen Edge in der Mission geben. Sehr geil. Black Carrot. Something of an ancestor to the domestic carrot. It's also a favorite of wild animals. Das ist doch schon mal super. Dann kann ich nämlich rein, also rein theoretisch können wir jetzt das jetzt, aufgrund der Aktion ihres Personals, Abschluss von externen Aufträgen, Verteidigung und Basiseinrichtungen, haben sie eine Belohnung erhalten. Unter Belohnungen können sie sie annehmen. Wo sind Belohnungen? Da sind Belohnungen. Da wollen wir nochmal eben schauen, was meine Belohnungen sind. Meine Belohnungen sind... Das alles? Okay. Ja, nehme ich alles, ne? Also kein Problem mit. Nehme ich alles. Sicher. So, jetzt brauche ich natürlich irgendwie so einen russischen Typen, damit ich mal gucken kann. Aber erst dann brauche ich mein Pferd wieder. Dann hole ich mir nochmal den Hubschrauber. Und würde sagen, wir holen uns da mal so einen Soldaten raus. So, Hubschrauber. Hubschrauber, 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 Hubschrauber. Treffen. Da. So, ich werde wahrscheinlich vor dem da sein, dann müssen wir halt noch eine kurze Zeit warten. Was ich ein bisschen doof finde, der hat gar keine Zigarren dabei. Das finde ich echt ein bisschen blöd. Weil ich meine, Snake oder Big Boss, ich werde ihn wohl auch immer Snake nennen. Er war ja immerhin mal auch Snake. Naked Snake zwar, aber trotzdem Snake. Hat er eigentlich immer seine Zigärchen geraucht? Was war das? Ja? Was ist los? Ich hab nichts gemacht. Hab ich irgendwas getötet? Bin ich irgendwo drüber gelaufen? Oh, guck mal. Oh, wir retten ihn! Das ist so dumm. Aber natürlich, den kleinen Hund. Der sieht ein bisschen so aus. Natürlich nehmen wir ihn mit. Das wird mein neuer bester Freund. Ihr könnt alle gehen. Ich hab den viel lieber als euch. Der sieht cool aus, der Hund. Nehmen wir noch mehr Hunde? Nehme ich alle mit. Ich will so eine kleine... Weißt du, ich habe mir so gedacht, das Kriegs... Anfang ist eh scheiße. Wir nehmen nur noch Hunde mit und andere Tiere. Und wir machen einen kleinen Zoo auf. Ich meine, das ist auch mal nicht schlecht, ne? Das ist auch schon eine geile Sache. Können wir das Pferd eigentlich auch retten? Einfach so. Ich meine, warum nicht? So. Dann alles klar. Das, jetzt weiß ich auch, wie das Pferd verschwindet, ey. Alles klar. Sehr gut. Weiß ich dahingehend ja jetzt Bescheid. Das sieht schon gut aus, ey, wenn du so dir den ganzen Scheiß mal anguckst. Sieht schon sehr, sehr gut aus. So, okay. Prolonged time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Nein. Oder doch? Kommen wir jetzt automatisch zurück? Ich will gar nicht zurück, ehrlich gesagt. Ich will nicht zurück. Ich habe da noch eine Mission zu erledigen. Und die will ich eigentlich auch schnell erledigen. Ah, wir müssen automatisch zurück. Mother Base. Mother Dogs wollte ich gerade sagen. Na gut, dann sind wir wieder hier. Auch gut. Oh, guck mal. Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know I can look after him.
He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I say we got a true diamond dog on our hands. Oh, der hat aber schon eine Verletzung am Auge. Ocelot raising hounds. Fine. Come on, Didi. Süß. Der ist süß. Alles klar. Das Ding kann alles. Auch eine Zigarre anzünden. Ich bin begeistert von dem Teil. Ich dachte gerade, was macht der da, aber okay. Okay. Nice. Welcome back, boss. Wie kann man die Moral heben? Man soll echt das wissen. Ach, keine Ahnung. Ich drücke hier das und da passiert nichts. Kann ich hier rein? Nein, kann ich hier rein? Und kann ich hier nicht rein? Das ist meine verdammte Basis. Ich will hier überall rein können. Ja? Ich bin der Boss, der Big Boss. Bitches. Ich meine, es ist ja schon cool, dass wir hier überall langlaufen können. Aber wirklich rein können wir gerade nirgends, ne? Wie scheint. Na gut. Ist auch egal. Wir können erstmal gucken, können wir noch irgendwas schnell machen. Weil dann machen wir das halt hier. 28 Leute, ich kann immer manche noch nicht zuweisen. Ne? Gut. Er ist verletzt und da keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Was bedeuten die ganzen Zeichen? Select Unit. Was ich nicht verstehe, oder ist das irgendwie so zusammengefasst oder so? Ich, keine Ahnung. Weil er ist jetzt überall, wo muss ich ihn denn eigentlich hinstecken? Ich finde das doof, ich kann das nicht so richtig einordnen gerade. Entwicklungsteam Unterstützungseinheit, ist darunter jetzt mehr gefasst als vorher? Und was bedeuten diese Zeichen davor? Keine Ahnung. Ich würde den halt echt gerne. Ja, aber der ist doch schon zugewiesen, oder? Select Unit. Das finde ich halt doof. Das ist voll dämlich. Warum kann ich den nur da oder da? Das macht gar keinen Sinn. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt. Okay, das ist hier ein bisschen anders. Ich kann die nicht wirklich mehr richtig in einzelne Sachen packen. Das heißt, pass auf, das wird wohl so sein. Das ist dann irgendwie unterteilt. Keine Ahnung. Er zum Beispiel ist gut. Ja, in was ist er gut? Woher soll ich das wissen? In was ist er denn gut? Das heißt direkter Vertrag, hä? What the fuck is that mean? Ich habe keine Ahnung. So, hier kann ich das da oben durchschalten, okay. Jetzt muss ich natürlich nur noch herausfinden, was die einzelnen Sachen nochmal genau bedeuten. Also das eine ist Kampf, das andere ist FNE. Also das FNE-Team. Also FNA. D, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Was? Hm.
but yeah. I bet they would feel nice. Right? Die haben sich da gerade über die Pfoten des Hundes unterhalten, das ist klar. Oh, da haben wir noch was liegen. Warum hat das keiner aufgesammelt? Was seid denn ihr für Lutscher? Ohne Spaß, ne? Muss ich alles machen hier. We need more medicinal plants, boss. Nee. Bin ich doof. Ah, das finde ich gerade ein bisschen doof. Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen, das finde ich bescheuert. Also das war in Peacewalker besser, weil ich verstehe nicht ganz. Gut, das ist Gefängnis. Alles klar, weil er erstmal da drinnen sein muss. Okay. Unterstützung. Aber warum? Was bedeuten die Punkte und was bedeuten die Nicht-Punkte? Hm. Ja, keine Ahnung, wo muss der hin? Den machen wir jetzt auch hier einfach rein, oder nicht? Select Unit Staff Assigned. White Master dann, den habe ich doch gerade hier reingemacht. Select Unit Staff Assigned. Aber passiert nichts. Okay. Oder sind die schon alle? Puh, keine Ahnung. Direkte Verträge. Das sind die oder was? Die haben direkt die Verträge am Stissel. Oder what? Ich hab keine Ahnung. Select Unit Staff Assigned. Ach, mach ich die da überhaupt rein? Ich hab keine Ahnung. Select Unit Staff Assigned. Nee, weil die sind da schon drinnen alle. Ja, natürlich. Weil sonst müssten die ja im Wartebereich sein. Ist trotzdem ein bisschen komisch, dass das nicht so krass genau unterteilt wurde. Weil immer noch 20 steht, das verstehe ich nicht. Naja, gut. Das verwirrt mich gerade ein klein wenig, aber okay. Das sind alle, ich denke mal, die mit dem Punkt haben hier einen Vertrag oder so. Kein Plan, ich weiß es nicht. Autozug, also Mitarbeiter im Wartebereich. Weißt du, alle Mitarbeiter im Wartebereich, den einen hinzu, ja. Staff assigned. Gut, da wird jetzt sich nichts geändert haben, weil da ist ja keiner drin, außer die beiden. Und er ist verletzt. Kann ich ihn nicht besuchen oder so? Ich meine, irgendwie, ich muss mir mal die Motherbase ein bisschen genauer angucken. Wir laufen hier mal ein bisschen rum, weil vielleicht gibt es ja hier irgendwo, guck mal, ich kann ja auch noch hier hoch. Es muss doch hier irgendwo eine Möglichkeit geben, reinzukommen. Ich meine, hallo? So, die Motherbase. Da hier bestimmt irgendwie eine Tür oder so. Geht auf jeden Fall noch weiter hoch. Morning, Boss. Morgen. Ach so, erhöht sich das schon, wenn ich einfach nur an den... Warte. So. Ja, geiler Move, ne? Ich hab's dir mal gezeigt, damit du das nächste Mal nachmachen kannst. Wenn wir an allen vorbeilaufen, dann erhöht sich schon die Moral der Leute. Das finde ich natürlich eine gute Sache. Das finde ich eine sehr gute Sache. Ist hier auch einer drauf? Nein. Da hinten liegt noch was. Komme ich da hin? Kann ich hier drunter durchklettern? Nein. Verdammt. Gut. Das geht nicht. Ich will da hin. Ja, lass dich mal fallen, es tut dir nicht so doll weh. Hier komme ich durch. Ich finde es komisch, dass ich hier nirgendwo rein kann. Ich weiß, später geht das. Also zumindest für eine Sache kann man da irgendwie rein. Da komme ich noch nicht hin. Und wie kann ich die Motherbase ausbauen? Das geht bestimmt auch erst später, ne? Boss, da mit ihm trainieren. Will ich gar nicht. Boss. Boah, Junge. Ich hab trainiert. Weißt du Bescheid. Ne? Muss noch ein bisschen besser werden für mich, aber... Netter Versuch, netter Versuch. Bitteschön. Zumindest bedanken die sich alle. Das finde ich schon mal gut. Ich komme auch nirgendwo rein. Das finde ich... Finde ich echt ein bisschen blöd. Ich glaube nämlich, hier kann man noch nichts machen. Schade. Jetzt hätten wir mal Miller besuchen können.
oder sonst was, aber ne. Please pardon the inconvenience. Safety comes first. Thank you for your cooperation. Please pardon the inconvenience. Achso. Work in progress. Ist da, wird das irgendwann fertiggestellt? Das wäre cool. Safety first. Schade, dass ich hier nirgendwo rein kann eigentlich. Naja. Wo kommen wir denn hier hin? Ja, noch ein Stückchen weiter mal runtergehen. Was war das hier? Achso, dass ich hier rüberspringen kann oder was? Keine Ahnung. Ah, okay. Können wir sonst... Nee, kann ich wieder hoch? Ich will aber weiter runter. Kann ich ja noch hier hin. DD, Diamond Dogs. Aber da kann ich auch nicht rein, schade. Ah, geil, guck mal. Boah, das ist cool. Ein U-Boot, kann ich damit fahren? Ich will mit dem U-Boot fahren. Ich glaube nicht. Warte. Ich gucke mal ein bisschen hier die Mother Base an, laufen einmal im Kreis und sehen, ha, wir können ja nirgendwo rein, ist ja doof. Was passiert, wenn ich ins Wasser falle? Sterbe ich dann? Leute, unterhalten sich Leute. Ja, gut. Er löst mich weiter unterhalten. Alles gut. Na gut, das war's wohl. Mehr kann ich gerade nicht machen. Dann werden wir in der nächsten Folge, ich werde mir die auf jeden Fall schon mal markieren. Wir haben nur was Neues bekommen. Was ist das? Sichern Sie den Riot MP Bauplan. Mhm. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ja. Was? Unterschiedliches Operationsgebiet begeben sich per Luftkommandozentrale. Ach so. Okay. Dann machen wir das. Auf jeden Fall so ein paar Nebenoperationchen. Und Hauptoperation. Was? Wer hat das gesagt? Hier ist eine Frau. Ah. Ach, du bist diese komische Troller da. So, ich bin so gut, ohne Spaß. So geht man mit Frauen um, damit er das immer direkt wisst, ne? Ich finde das so gut, die finden das alle super. Die finden das toll. Bitteschön. So, gut, das heißt, in der nächsten Folge müssen wir uns wieder von hier wegbegeben mit dem Hubelschrubbel und werden dann ja, Baupläne besorgen, den Soldaten retten und dann mal gucken, was wir noch so weitermachen können. Ich würde ganz gern zum Schluss mal was probieren. Okay, wir sterben. Der Boss kann nicht schwimmen. Ist blöd. Gut. Haben wir das auch mal probiert? Ja, ich bin ja wieder Lars, alles gut. Dann bedanke ich mich bei euch und würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann gehen wir wieder nach Afghanistan zurück und schauen einfach mal, was da abgeht. Irgendwelche Baupläne holen, Soldaten retten und gucken, was noch für Missionen auf uns warten. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein!